Ja, willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms Evolved. Ja, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Auf jeden Fall habe ich hier mal alles Marmor hingemacht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ob ich das schon alles gemacht habe im Part oder nicht. Auf jeden Fall habe ich hier eine Rüst, ein Brustpanzer das erste Mal verzaubert, also nicht zusammengelegt natürlich, aber auch zu wenig Diamanten. Und gleich mal etwas Gutes bekommen. Leider keine Defensive, also Schutz. Dann habe ich die Diamantspitzhacke zusammengelegt, glaube ich. Habe auf jeden Fall Haltbarkeit 3 bekommen. Und hier habe ich zusammen... Oh nein, das ist nicht zusammengelegt, das ist zusammengelegt. Da war ja Nemesis der Gliedfüßler drauf und Haltbarkeit, glaube ich. Dann habe ich noch Gliedfüßer gegen Bahn ausgewechselt, Plünderung 2 hinzu und Verbrennung 2 hinzu bekommen. Gut, jetzt habe ich noch 30, also kann ich noch etwas verzaubern, aber ich bin unschlüssig. Ich muss wahrscheinlich den Bogen verzaubern. Ja, ich will unbedingt einen Bogen haben. Haltbarkeit habe ich ja. Das ist frech. Muss mal was etwas Kleines verzaubern, hä? Stärke. Jetzt machen wir nochmals einen Bogen. Ich hoffe, dass es dann auswechselt. Gut, ja. Wir brauchen Sticks. Oh. Naja. Fäden. Gut. So, mal probieren. Komm jetzt. Nehmen wir die mit. Und die hier rein. Oh. Das ist schon wieder mein Fenster auf. Jemand macht immer mein Fenster auf mit meinem Zimmer, das nervt immer mit den Straßenlärm. Ja, es bleibt. Danke. Es bleibt einfach. Das ist eine Frechheit, dieses Verzauberungssystem. So wurde das so umgesetzt. Nun gut. Ich bin überhaupt ein kleiner Hasser von den neuesten Minecraft-Versionen. Und weil einfach alles falsch und schlecht entwickelt wurde. Völlig unsinniges, nerviges Zeugs entwickelt wurde. Ja, 10 reichen. So, wir machen das in der Farmwelt, oder? Ja, ja. Also gehen wir in diese Welt. Komm, schneller. Boah. Hier mache ich mal nicht zu fertig. Kein Problem. Ich habe nämlich auch noch ein paar Sachen gefarmt. Ihr habt vielleicht in der Kiste gesehen, sehr viel Redstone und so gefunden. Da ist ein See. Ein Teich. Genau hier. So. Dann machen wir doch das hier so. Wir machen hier unten, hier, machen wir das, sag schon, Twilight Forest Portal, gut. Ich hoffe, es reicht, wenn ich das so mache. So. Und jetzt nochmal ein bisschen. Gut. Es reicht nicht. Setzlinge. Also das nervt jetzt. Moment, kurz. Dieses Straßenlärm, das ist nicht normal. Komme ich nicht mal etwas? Noch ein, was ein Birkensetzling?
Wehe, du gehst jetzt nicht. Was liegt's denn? Aua. Okay. Man muss ringsum machen, das habe ich schon gedacht. Gut, dann gehen wir mal rein. Ah, schön. Ich mag den Mod. Ist zwar ein bisschen mickrig, aber er ist cool. So. Ladet aber lange. Es ladet sehr lange. Okay, gut. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt machen wir noch kurz einen Spawn hier. Machen wir noch Farmwelt 2 hinten dran. So. Dann schauen wir mal. Es ist mal ein Spawn, der nicht auf den dicken Bäumen sind, ist. Auf diesen zu harten Bäumen. So ein ja, ich sag's, wenn wir es sehen. Ein Schneegebiet. Ist das neu? Oder ist das jetzt von Savanne? Das ist das ist wahrscheinlich von Biome so Plenty, oder? Aber das ist ja mal krass. Nein, das ist von Twilight Forest. Die haben auch eine Savanne angebaut. Also ist das neu? Oh, cool. Oh Gott. Das ist genial. Okay, es passiert nichts. Ja, es ist ja nur Schnee. Ja, okay, verlangsam. Stimmt. Wir werden einfach Zwielichtjäger. Wir werden einfach eingefroren. Verlangsamt. Ist hier noch einer solcher Goblin? Die beschwören das wahrscheinlich. Oh, das ist genial. Das ist gefährlich hier drin, oder? Was ist hier drin? Was ist hier drin? Hier kann man Stein abbauen. Haben wir noch etwas zum Stein abbauen? Es ist nichts hier drin. Das sind alles nur normale Sachen. Ich sehe fast nichts durch diesen Schneesturm. Was ist das? Ich habe null Ahnung von dem. Ich bin völlig auf mich geschmissen jetzt. Jetzt reicht's, ich hau ab. Ich gehe hier runter. Ah, ist nicht so gut. Boah, das ist genial. Ich liebe diese Ideen. Da ist noch einer. Oh, ein verzaubertes Buch. Sehr schön. Genau, ein verzaubertes Buch. Frechheit ab, hä? Toll. Wirklich toll. Ja. Drüber klettern irgendwann mal. Okay, lassen wir es. Wir gehen jetzt hier raus. Nehmen vielleicht dieses Holz hier mit. Was kein Name hat. Gut, okay. Verstehe. Also. Pinguine töten. Ich liebe das immer, Pinguin. Englisch ist so geil manchmal. Die explodieren. Vom Namen her. Gut, ein Brunnen. Ist hier nichts drin, nur Wasser. Können wir das Wasser mitnehmen? Wow. Ja, es reicht jetzt. Ich habe es gesehen, dass ihr Bücher gebt. Mit etwas, was wir nicht richtig lesen können. Ja, okay, ich muss schauen, dass ich sie übersetzen kann. Ich bin ja nicht so englisch unwissend einfach. Habe ich noch ein paar verwirrte Sachen, also bei Sätzen. Bei den einzelnen Wörtern habe ich da schon gute Kenntnisse.
Gut, jetzt sind wir draußen, jetzt haben wir mal wieder schneller, komm. So, was haben wir hier? Margeriten sind von Vanilla. Gut. Ja, nehmen wir die nochmal mit. Die haben wir jetzt eingesetzt für das Portal. Dann haben wir noch ein paar. Okay, wir haben auch genug. Aber wir nehmen es mit. Ein paar Margeriten. Ich sehe jetzt nicht so gut Biome, die wir jetzt gerade erreichen können. Eventuell halt untätig nach Diamanten suchen dann und so weiter. Ja gut, gehen wir mal in dieses dunkle Waldbiom. Mal hier rein. Porzellansternchen nehmen wir auch mit. Wir haben einen ganzen Koffer voller Platz noch. Das sind Leuchtkäfer. Die zirpen nicht, aber es gibt Käfer, die zirpen. Ja, Leuchtkäfer. Habe ich noch in Erinnerung. Nicht Glühwürmchen, sondern Leuchtkäfer. Gut. Was haben wir dann noch? Diese Bäume möchte ich irgendwann auch mal fällen, aber ich habe keine Axt mehr. Ja, danke. Das sind die großen. Die habe ich immer als Haus benutzt. Ich habe richtig fettes Survival gemacht, immer wieder mit diesem Mod. Da brauche ich einfach Häuser. Können wir mal machen, aber ja, da muss ich einfach ein bisschen Zeit investieren, vielleicht im Livestream. Da ist eine Wildsau und ein Hirsch. Hirsche sind, glaube ich, die Kühe. Und die Wildschweine sind die. Was waren's? Schweine? Gut, kein Eingang hier. Dann gehen wir herein. So, schauen wir mal. Nix hier. Ja. Ausgedrohnte, super. Schauen wir doch mal, was wir hier haben. Schon, genau, der Twilight Forest ist nicht so tief. Müssen wir schauen, sehen. Ja. Gehen wir mal direkt Richtung Spawn wieder. Und schauen uns dort die Höhle hoch an, die dort runter führt. So, wir brauchen wieder Levels. Gut. Wird wahrscheinlich nicht so ertragreich sein hier, aber ich dachte früher, es wäre schon ein bisschen mehr als im normalen World Generator. Hier haben wir einfach Wurzeln. Die geben Sticks, oder? Ja. Okay. Also Livestream habe ich eingestellt. Jetzt muss ich einfach schauen, was ich genau noch machen muss. Und dann werde ich Livestream. Aber eventuell noch nicht Minecraft, je nachdem. Weil ich werde genug machen dann auf dem Server und hier im Let's Play in der Let's Play Welt. Ja. Okay, Erde. Ah, jetzt haben wir Diamanten. Super. Schon voll. Oh Gott. Was wir haben? Jetzt
Jetzt habe ich den schon wieder nicht mitgenommen. So. Gut. Wo ist jetzt das Ding dort? Gehen wir ein bisschen weiter, aber ein bisschen anders. So. Ja, eigentlich will ich euch ja noch den Triumphorest ein bisschen besser zeigen, aber ich bin jetzt gerade gefangen hier unterirdisch. Da möchte ich eigentlich jetzt wieder raus. Komm, wir gehen nach oben. Gut, jetzt sind wir nicht in der Schlucht. Bisschen Lapis dazu, bisschen Diamanten mitnehmen. So. Lapis Lazuli mitnehmen. Ach Gottchen. Gold haben wir auch hier. Hm. Das ist eine Schlucht, ja. Das ist was? Nix. Ja, bis zum Lapislazuli-Rohr runter. Schön, schön. Ja, da geht nicht viel. So. Schnell nach oben. Ja, ich kann kein Gold mitnehmen. Hm. So. Hoppala. Gut, jetzt sehen wir oben. Oh. Trägt mal Lava weg. Ich mag Lava nicht. Das verschandelt die Gegend. Hm. Ja. Gut. Hm. Dann laden wir uns mal aus zu Hause. Und gehen dann, muss gut schauen auf die Uhr. Gehen dann noch kurz in Twilight Forest und machen dann weiter im nächsten Part mit dem Twilight Forest. Alles okay, dann machen wir es. Ja, im Livestream könnte ich dann nachschauen. Ja, ihr wollt noch und so weiter. Aber der Livestream wird einfach so sein, dass wir Nebensächliches machen, eventuell etwas bauen oder so. Und nicht irgendwas entdecken. Weil das möchte ich alles in den Part reintun. Also in einen Let's Play Part reinmachen. Ja, eventuell die Gegner ein bisschen erkunden, schon oder so. Gut, dass du nicht schon wieder reingefallen bist. So. Ah, Huhn, willst du runterfallen? Dann fall doch dort runter. Es ist Wasser unten. Habt ihr verstanden, ihr blöden Hühner? So, ja, zu zeigen habe ich jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel. Kann sein, dass ich irgendwas noch gemacht habe. Aber ich habe so viel momentan zu tun, da kann ich nicht alles merken. Das noch reinlegen, das... Das, ja, das nehmen wir raus. Das. So. Mal das auch reinlegen. Ja gut, dann gehen wir. Oh. Friedlich machen, sonst kommt ein Creeper und macht uns die Sachen kaputt. Das geht nicht. Das ist katastrophal, wenn das passiert. Oh, wir sind alle voll. Haben alles voll. Gotto, gotto. Wie geht's den Hundis? Ich habe leider nicht so viel Knochen. Kann euch nicht mehr so. Aber der Kleine, der ist groß geworden. Und hier haben wir
Rote Beete. Das sind doch Randen, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Schweizerdeutsch heißt, aber ich habe, glaube ich, nur wenige schweizerdeutsche Zuschauer. Vielleicht bauen wir es nicht über als Hefe. Also rote, es gibt ja Rotkraut. Und das ist Rotkraut auch bei euch. Also Rotkraut bei uns. Und Rotkraut bei euch. Und rote Beete ist Randen. Randensalat, rote Beete-Salat. Kann sein. Gut, dann mal Sachen noch reintun und dann schnell gehen. Ich möchte kurz noch die Werkzeuge bauen. Ja, toll. Ah, hier drinnen sind noch die paar Sachen. Ja, okay. Dann schnell. So. Gut, weiter. Oh, hier noch schöne Dschungelsets, also Bäume. Hopp. Und nicht dort rein. Irgendwo hier. Da, ja, man sieht's gut. Mal kurz eine Fackel hier hin. Sieht man es noch besser. So. Ja, dann haben wir wieder Farmwelt. Können wir wieder anmachen. Wo waren wir jetzt noch nicht? Da links. Ja, gehen wir mal in dieses Biom rein. Das sind also große Bäume, die möchte ich eigentlich ja nicht fällen. Ach komm. Ja komm, mache ich das dann mal später. Einfach ein bisschen Holz, dass wir ein bisschen Holz haben. Können wir auch mal ein bisschen trennen. Ich habe genug Sachen mit Essen. Und schauen wir uns hier mal ein bisschen um, oder? Gut, jetzt wird langsam Essen. Also Hunger wird mehr. Weniger rennen. Oh, kann man das irgendwie... Das kann man nicht. Schere. Ja, kann man mitnehmen. Sehr schön. Okay. Das ist das Naga-Labyrinth. Das ist auch cool, aber gewinnen wir gegen die Naga? Ich denke schon, oder? Schaden machen wir. Aber sie verliert irgendwie mehr. Okay. Brennen tut sie auch. Aber ich bekomme viel Schaden. Ja, 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 ganz knapp, ganz knapp, ganz. Ja, gut. Boah, ja. Heftig! Ich wusste gar nicht, dass die so stark ist. Okay, ich hatte damals schon weit gespielt, bis ich da endlich meine gefunden habe, aber Naga-Schuppen, Naga-Trophäe, oh, die muss ich dann ausstellen. Machen wir ein Museum. Gut, der Spawner ist weg, also der spawnt wirklich nur eine Naga und dann verschwindet er. Oder wenn sie gestorben ist. Gut. Jetzt, was können wir noch machen? Dort ist irgendwas, ein Hügel oder so. Gehen wir mal. Ah, das ist jetzt der Wald. Das ist der harte Wald. Denn da gibt es Wölfe, das ist ein bisschen gefährlich, aber können wir mal kurz reinschauen. Oben drauf ist, glaube ich, nichts, außer Dungeons. Ein paar Wölfchen. Hallo Wölfchen, was seid ihr denn? Zeigt unseren Zuschauern mal ein paar Wölfchen.
Blindheit. Seit wann ist da hier Blindleiterin? Hier irgendwo habe ich es gehört. Goblin wieder. Der droppt wahrscheinlich auch. Ah, ist Stronghold. Aber gut, dass die jetzt irgendwie so Sachen droppen und dann. Ja, dann erfährt man vielleicht etwas. Das müssen wir dann noch lesen, wenn wir im nächsten Part noch ein bisschen weiter suchen. Das sind Lampen? Das ist auch neu. Hey, wie lange habe ich den Mod nicht mehr gespielt? Krass. Das sind Lampen. Glühwürmchenlampen. Das ist ja geil. Da muss hier drinnen etwas sein. Ja, Leuchtkäferglas. Ja, toll. Mit was kann man das zerstören? Kann man das aufsammeln? Ja, so geht's. Okay. Sehr schön. Das ist mal nett gemacht. Gut, danke schön. 3 Stück. Ich gehe mal von oben runter. Hä? Jetzt haben wir. Okay, jetzt ist leider bald vorüber. Gucken wir kurz rein. Ja, ist scheinbar nichts, oder? Ich glaube, da ist nichts. Aber da ist irgendwas. Kupfererz. Cool. Haben wir auch noch nicht viel gefunden. Ja, ist leider nichts mehr. Doch. Doch, es ist so eins. Weil hier unten sind immer Erz und so können wir euch die gut erreichen. Sehr schön. Das ist mal nett. Jetzt haben wir schon wieder volles Inventar und schon wieder kein. Ich nehme die nicht mit, nie mit. Na gut, ich bin es einfach noch nicht so gewöhnt. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn ihr Lust habt. Ich bedanke mich fürs Schauen und auf Wiedersehen. Euer Dragobasa. Tschüss.